Hallo bei Nerd von Medizin. Ihr kennt sicherlich eure Stammkunden in der Notaufnahme. Das sind ganz häufig Patienten, die immer wieder kommen, manchmal auch Alkoholiker, und dann ist man genervt und denkt sich, hey, was soll das eigentlich? Warum kommen die jetzt schon wieder? Und gerade um die Alkoholintoxikierten und die Patienten mit Drogenabhängigkeit, um die soll es jetzt in dem Short gehen. Und zwar nur noch mal, um das klarzustellen, das sind nämlich häufig Patienten, die wir vollkommen unterschätzen. Ich kenne das sehr gut. Ich habe vor kurzem einen Patienten gehabt. Ihr wisst, dass der Fall hat so oder ganz anders vielleicht irgendwann mal stattgefunden, aus Gründen des Patientenschutzes. Ein Patient, der immer wieder sternhagelvoll zu mir in die Notaufnahme kommt. Und der Patient hat dann immer die unterschiedlichsten Beschwerden. Im Endeffekt möchte er aber eigentlich nur im Bett und schlafen. Und bei dem Patienten kam dann irgendwann der Tag, wo er wieder einmal für mich augenscheinlich ein bisschen simuliert hat. An dem Tag hat er aber nicht simuliert. An dem Tag hat er eine progrediente respiratorische Insuffizienz entwickelt, musste dann intubiert werden und lag einige Tage auf der Intensivstation. Und da ist mir aufgefallen, wie gefährlich das eigentlich ist, solche Patienten zu unterschätzen. Denn wenn man es mal genau nimmt, wenn man sich auch mal die Daten übrigens anschaut, sind Alkoholiker, Drogenabhängige, Leute, die einen sehr, sehr schlechten Zugang zu medizinischen Versorgungseinrichtungen haben. Das heißt, das sind nicht Patienten, die häufig zum Hausarzt gehen. Das sind Patienten, die trotz Grunderkrankungen seltenst regelmäßig Medikamente einnehmen. Und das sind letztlich auch Patienten, die häufig kein soziales Netz haben, was sie auffängt. Wenn ich jetzt zum Beispiel krank werde, dann wird meine Frau mir irgendwann sagen, also hör mal zu, Philipp, du gehst jetzt mal zum Arzt. Und hör mal zu, Philipp, du ernährst dich jetzt mal gesünder und so weiter und so fort. Das sind Patienten, die sind vollkommen auf sich allein gelassen. Das heißt, wenn die jetzt wirklich mal ein Problem haben, dann haben die häufig nur noch die Möglichkeit, in die Notaufnahme zu gehen, weil alle anderen Möglichkeiten, Hausarzt und so weiter, Termine vereinbaren, für solche Patienten oft gar nicht mehr so umsetzbar sind. Und deswegen möchte ich einfach mal darauf hinweisen, dass Alkoholiker, Schwerstdrogenabhängige oder auch verwahrloste Patienten, Obdachlose, sehr wohl ein ausgeprägtes Risikoprofil haben, dass wir die Patienten auf gar keinen Fall unterschätzen sollten und dass es sich gerade bei den Patienten lohnt, auch zweimal hinzuschauen, auch wenn das natürlich Patienten sind, von denen wir häufig sehr, sehr genervt sind und bei denen man sich denkt, verdammt nochmal, schon wieder, und jetzt muss ich schon wieder die häufig, sagen wir mal, unangenehmen Auseinandersetzungen mit solchen Patienten dann führen. Seid wachsam, und das ist ja letztlich auch unsere Aufgabe als professionelle Leute in der Notfallmedizin. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung, wäre auch extrem gespannt, ob euch sowas auch schon mal passiert ist, ob ihr schon mal einen Patienten vollkommen unterschätzt habt, weil er vielleicht erstmal augenscheinlich zum Beispiel betrunken oder drogenintoxikiert war. Ich freue mich auf euer Feedback. Macht's gut, bis bald.